kann auf eine über 400 Jahre alte Tradition zurückblicken und gehört zu dieser Stadt wie ihr Name, die Stadtkirche oder die Stadtrechte. Ich finde, dass es die größte Ehre ist, in Wermeskirchen bei der Kirmes oder bei der Kirmeseröffnung den Fassanstich machen zu dürfen. Das durfte ja jetzt immer ich machen. Heute durfte ich es ein letztes Mal. Ich darf aber auch entscheiden, wenn es ein anderer macht. Und deshalb möchte ich Jürgen Hemmerich bitten, heute diese Ehre zu machen. So, Bönni, auf geht's. Hallo, ihr Lieben. Die Wermeskirchener Kirmes 2015. Matthias und ich werden euch so ein bisschen da durchbegleiten und durchführen. Matthias für die ernsten Sachen, ich für die etwas leichteren. Schlüpfrigen Sachen. Leichteren! Die Schlüpfrigen ist der paar Leute selber schon losgeworden, weil er sich zu meinem Outfit geäußert hat. Ich persönlich finde ja, ich sehe aus wie pinke Zuckerwatte. Der Herr Ball meint, ich sehe aus wie Miss Piggy. Man kann also streiten! Lange Rede, kurzer Sinn. 5 tolle Tage, weil das Wetter wird stimmen und wir sind bester Laune. Und die Sion-Kölsch-Gläser sind verteilt und ab jetzt startet die Kirmes und wir haben ein paar schöne Bilder für euch. Das verspreche ich euch. Du stehst vor dem wunderschönen Kinderkarussell. Genau, ich bin aber nicht selber gefahren. Ja, aber wie erinnerst du dich noch an früher? Was war denn so dein liebstes Teil? Ich bin eigentlich schon mit 4 Jahren Achterbahn gefahren. Das habe ich übersprungen. Ach so. So, liebe Dellmeier, hier gibt es heiße Ware. Und zwar Flammlachs aus Selfkant um die Ecke hier aus Nordrhein-Westfalen. Auf dem Feuer gegart, wunderbar. Und ja, die Hitze ist toll und ich glaube, das kann ich euch empfehlen. Wermeskirchen TV im Selbstversuch. Wir werden das mal ausprobieren mit dem Schiffschaukeln. Und wer muss natürlich mal wieder machen? Der Moderator. Ich grüße Wermeskirchen TV. Ja, auch zur Kirmes gibt es hier Bilder, die man eigentlich gar nicht sehen will. Endlos lange Schlangen sind natürlich hier zu verzeichnen, weil die Menschen hungern in Wermeskirchen. Hungern, weil sie unbedingt ein Fischbrötchen haben wollen. Leute, alle, die denken, oh, was ist denn mit unserem favorisierten Backfischwagen los? Der Wagen ist nur neu. Das Rezept ist alt. Alles ist gut. Es hat sich nichts geändert. Das ist ja immer sehr wichtig hier. Also Kirmes ist Pflicht, wenn man Wermeskirchener ist. Das gehört einfach dazu. Und Kirmes, ja, schönes Wetter haben wir. Und dann muss man jeden Tag einfach auf die Kirmes gehen. So, ihr Lieben, wir befinden uns hier an einem Bürstenstand. Bürsten gibt es viele, Bürsten kann man auch vieles. Aber was noch geht, ist, man kann sogar Bürsten bürsten. Dies Ding hier ist ein Bürstenenthaarer und Bürstenpfleger. Habe ich auch erst letztes Jahr kennengelernt. Ganz großartig, kann man viele wundervolle Dinge mitmachen. Ich glaube sogar Teppiche reinigen zur Not. Also, die Kirmes, immer wieder neue Erkenntnisse. Ja, liebe Dellmöhner, hier am Stand gibt es die Wermeskirchenfahne, wie ihr hinter mir seht. Allerdings, ein kleines Problem gibt es hier. Das ist nicht die Fahne, die ihr zum Beispiel bei der WEW kaufen könnt, weil die hier hat ein anderes Maß und ist nicht genormt. Insofern normalerweise gar nicht nach der Satzung unserer Stadt zugelassen. Liebe Leute, ihr kennt ja vielleicht meine Wönni-Folgen und ich möchte euch Folgendes vorstellen. Meine Backform, die habe ich mir hier vor ein paar Jahren gekauft, auch schon bekannt auf dem evangelischen Kirchenbazar. Sehr gut als Kuchenform, habe aber auch gerade gehört, man kann Hackbraten da reinlegen. Und was ganz toll ist und wie offen Wermes und zeigt, wie offen Wermeskirchen ist, auf anderen Märkten ist es sogar verboten, diese Form rauszuhängen, aber nicht hier bei uns, weil wir total weltoffen und dufte sind. Peace. Liebe Menschen in Wermeskirchen, es gibt immer wieder Unerwartetes, das man findet. Hier in der kanadischen Zedernholz-Duftecke eine geile Sau. Manchmal sehen geile Säue ja ganz anders aus, als man vermutet. Wisst ihr Bescheid?
Was auf keiner Kirmes fehlen darf, sind ja die wundervollen Lebkuchenherzen mit ihren total super Sprüchen. Machen Sie die? Ja, nee, die Lebkuchenherzen bekommen wir geliefert. Also Sie können nicht irgendwie ankreuzen, Sie hätten gerne den und den Spruch oder so? Nee, nee, die sind zum Beispiel in Karton, sind Ich liebe dich und immer verschiedene Sprüche. Na, steht wenigstens Ich liebe dich groß auf einem Karton, ist ja auch mal was. Genau, ja. Die Frage ist, wäre es nicht vielleicht so eine Nische, wenn sich hier die Kunden die Sachen selber besprühen könnten oder wäre da zu viel Aufwand? Das gibt's ja auch, aber das tun wir nicht. Das gibt's auch, echt? Das gibt's auch. Ja. Verdammt, ich dachte, ich hätte eine Marktlücke entdeckt. Was ist für Sie das Schönste an der Kirmes? Der Krammarkt. Der Krammarkt. Nicht das Getränk. Nee, das ist jetzt nur für den Durst. Wirklich nur das Erlebnis des Krammarkts. Kaufen Sie da oder gucken Sie nur? Nein, wir kaufen auch. Echt? Jedes Jahr. Haben Sie einen Tipp? Ja. Was kriegt man Gutes? Fell. Fellschuhe zum Beispiel. Fellschuhe, Fellhandschuhe. Boah, so bei 26 Grad, völlig unvorstellbar jetzt. Liebe Dellmänner, ihr wisst es, in unseren Wäldern gibt es natürlich noch den Bergischen Zwergtiger und nur noch leider sehr, sehr wenige Exemplare. Und ja, hier am Stand könnt ihr also den Bergischen Zwergtiger kaufen, natürlich erlegt als Fell und auch zertifiziert, dass er auch schon mal durch Abringhausener Wälder gelaufen ist. Oh, voller Einsatz. Hör mal, wie viele Tage verbringst du auf der Kirmes? Alle. Alle, super. Wie viel Einsatz? Du bist jetzt im Kindergartenwagen hier, Süße. Machst du auch noch was anderes? Gehst noch trinken, meine ich. Ja. Was trinkst du? Pilz oder Kölsch? Kölsch. Oh. Pilz oder Kölsch? Mineralwasser. Pilz oder Kölsch? Pilz. Warum? Weil das besser schmeckt. Vielen Dank, sehe ich genauso. Pilz oder Kölsch? Weder noch, ich trinke lieber Cocktails. Echt jetzt? Ja. Pilz. Oh, richtige Antwort. Danke. Pilz. Dein schönstes Kirmeserlebnis. Mit dir jetzt. Ich wusste es, dass du es sagst. Danke. Currykäse, Pommes, Mayo. Ganz einfach. Jetzt ein bisschen fern. Ja, vor allen Dingen habe ich es gar nicht gemerkt. Ne? Das Ordnungsamt hat mir gesagt, hör mal, du bist jetzt 10 Jahre hier. Die Presse sollte sich eigentlich auch noch bei mir melden, hat sie aber bisher nicht getan. Ja gut, aber wofür seid ihr jetzt da? Das ist heute das 20. Mal, dass wir auf dieser Kirmes teilnehmen, als Wermelskirchner Bürger. Man entdeckt auch hier hinter Körben und Weidengeflechten immer noch viele junge Menschen. Hallo, der Herr, dürften wir Sie kurz etwas fragen? Bitte. Wie lange sind Sie denn schon hier? Weil ich kann mich da seit ewigen Zeiten daran erinnern, dass Sie schon hier... Also, so lange bin ich noch nicht hier. Der Vater war vorher hier. Ach, ist ja Wahnsinn. Ich bin jetzt für 30 Jahre hier, 35. Und mit Vati zusammen? Alleine. Alleine 35, aber mit Vati zusammen? Wie? Er war vorher da. Nee, wie viele Jahre war er vorher hier? Wir sind über 50 Jahre schon hier. Ach, ist ja Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir haben hier mit einem der ältesten Schaustellerstände gefunden, quasi. Nennt man das Schausteller? Nee, Kirmesbuden ist ja auch wurscht. Jetzt auf Wermelskirchen TV. Die Dame will nicht. Doch, die will. Folgende Frage. Wie viele Tage verbringt ihr auf der Kirmes? Seid ihr Kirmes-Junkies? Nein. Nein. Heute und am Montag werden wir. Sie will jetzt schon weg. Was ist los? Die Kirmes ist doch schön. Kümmer dich um die ab. Und Montag? Wie lang? Ja. Von wann an? Da werden wir dann wahrscheinlich abends an die Cut gehen. Abends erst? Live-Musik, ja. Wie kein Matinee? Nein.
Oh. Deswegen! Das ist Wermelskirchener Kirmes!